Herzlich willkommen in der Hamburgischen Bürgerschaft. Wir freuen uns über Ihr Interesse am politischen Geschehen unserer Stadt. Viele Dinge, die uns täglich umgeben, haben eine politische Bedeutung. In Hamburg sogar im doppelten Sinne. Denn Hamburg ist Stadt und Bundesland in einem. Entsprechend groß ist die Bandbreite dessen, was mit Blick auf die gesamte Stadt politisch entschieden werden muss. Und mitten in Hamburg, im Rathaus, wird diese Politik gemacht. Dabei ist in der rechten Rathaushälfte der Senat, die Regierung, untergebracht. Sie sind gerade in der linken Hälfte, bei der Bürgerschaft, also dem Parlament. 121 Abgeordnete, ihre gewählte Volksvertretung, suchen hier nach Wegen, dem Zusammenleben von 1,8 Millionen Menschen einen Rahmen zu geben. Dabei sind die meisten Abgeordneten neben ihrem Mandat noch berufstätig. Die Bürgerschaft ist ein Teilzeitparlament. Deshalb tagen die verschiedenen Gremien nachmittags und abends. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden alle 5 Jahre, wer sie im Rathaus vertritt und für sie spricht. Doch welche Aufgaben hat die Bürgerschaft eigentlich? Die Bürgerschaft beschließt Gesetze, wählt den ersten Bürgermeister, kontrolliert den Senat, beschließt den Haushalt. Die Bürgerschaft beschließt Gesetze, legt also die Regeln unseres Zusammenlebens fest. Die Regierung reicht dazu zwar die meisten Vorschläge ein, doch die Bürgerschaft ist die Volksvertretung und entscheidet. Die Bevölkerung kann übrigens auch selbst aktiv eingreifen, wenn sich genügend Gleichgesinnte bei einer Volksinitiative zusammentun. Die Bürgerschaft wählt den ersten Bürgermeister. Er steuert mit seinen Senatorinnen und Senatoren den politischen Kurs Hamburgs. Außerdem kontrolliert die Bürgerschaft den Senat und somit die Amtsführung der Regierung. Die Senatsvertreterinnen und Vertreter nehmen auf einer eigenen Bank im Plenarsaal Platz. Die Abgeordneten sitzen im Halbrund vor dem Redepult. Die Möglichkeiten, mit denen die Abgeordneten dem Senat auf die Finger schauen, sind vielfältig. Neben der Entscheidung darüber, was Gesetz wird und was nicht, können Fragen, sogenannte kleine und große Anfragen, gestellt werden. Der Senat ist verpflichtet, diese schriftlich zu beantworten. Da können dann schon mal gut 50 Seiten voller Details zusammenkommen. Als CDU-Fraktion, als stärkste Oppositionsfraktion, ist es unser Auftrag, die Regierung zu kontrollieren, zu kritisieren, aber auch eigene Vorschläge zu machen. Opposition gehört zur Demokratie dazu. Sie ist sozusagen das Salz in der Suppe der Demokratie. Auch aus der Opposition heraus kann man etwas bewegen. Zum Beispiel, wenn die Regierung bestimmte Themen nicht auf die Tagesordnung setzt, können das die Oppositionsfraktionen machen. Zum Beispiel in der Regierungserklärung des ersten Bürgermeisters. Er hat eine Stunde lang über die Zukunft Hamburgs referiert, ohne das Thema soziale Gerechtigkeit und Armut zu erwähnen. Und das ist für uns als linke Opposition natürlich dann sehr wichtig, das zu diskutieren. Die AfD-Fraktion deckt die gesamten Themen der Hamburger Politik ab, auch wenn dies mit 6 Abgeordneten mitunter eine Herausforderung darstellt. Dabei vertreten wir stets konservative, freiheitliche Positionen und haben das Ohr an den Sorgen und Nöten der Bürger. Klar ist, dass Themen wie innere Sicherheit, Probleme mit der Einwanderung, Verkehr, Wohnen und Schule dabei eine besonders wichtige Rolle spielen. Wir sind eine konstruktive Fraktion, die weder von links oder von rechts dogmatische Politik macht, sondern die Politik der Mitte vertritt und für die Freiheit der Bürger hier eine liberale Sachpolitik gestaltet. Konstruktiv-kritisch bedeutet dabei für uns, wir sind konstruktiv, wenn es gute Vorschläge gibt, bringen auch selber viele Vorschläge ein. Und wir sind kritisch, wenn es schlechte Vorschläge gibt, das verurteilen wir dann auch ganz klar, beispielsweise wenn der Senat schlechte Vorschläge macht. Die Bürgerschaft kann weiterhin verlangen, dass ihr Akten vorgelegt werden. Um bestimmte Probleme in Ruhe und mit kritischem Blick zu prüfen, hat die Bürgerschaft zusätzlich die Möglichkeit, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Außerdem entscheidet die Bürgerschaft über die Höhe und Verwendung der finanziellen Mittel Hamburgs. Dazu legt der Senat einen Entwurf vor. Damit macht er deutlich, wie viel Geld er für welchen Zweck ausgeben will. Die Bürgerschaft diskutiert, ändert und beschließt den Haushalt der Stadt. Die meisten dieser Aktionen finden vor aller Augen und Ohren im Plenarsaal statt. In den Debatten diskutieren die Abgeordneten offen und kritisch. Sichtbar und kontrollierbar für Presse und Öffentlichkeit. Das Plenum, die Vollversammlung der Abgeordneten, ist das Schaufenster der Politik. Alle 14 Tage mittwochs finden sich hier die gewählten Politikerinnen und Politiker ein. Jedes Wort wird mitgeschnitten. Interessierte können später lesen, wann was wie debattiert wurde.
Sitzungen werden zudem live im Internet übertragen. In der Aktuellen Stunde wird kontrovers über die brennenden Probleme diskutiert. Der verbale Schlagabtausch drückt letztlich eines aus. Unsere Politikerinnen und Politiker setzen sich für die Menschen unserer Stadt ein. Na, wir versuchen in unserer täglichen Arbeit die Sorgen und Nöte der Menschen in unserer Stadt aufzunehmen und natürlich dann im Rathaus in konkrete Politik zu gießen. Und es ist natürlich wichtig, dass es da die verschiedenen Alternativen auch gegeneinander abgewogen werden und am Ende eine saubere und gute Entscheidung für unsere Stadt steht. In den Debatten der Bürgerschaft können Bürgerinnen und Bürger erfahren, wie die Abgeordneten denken, wo sie Probleme sehen und welche Lösungswege sie anbieten. Demokratie wird so erlebbar. Es werden zum Beispiel Anträge und Gesetzesvorlagen besprochen. Zusammengenommen ergibt das in jeder Sitzungswoche mehr als 500 Seiten an Drucksachen. Dies alles zu bewältigen, ist eine Menge Arbeit. Die Abgeordneten müssen permanent neue Informationen aufnehmen und in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Dies gilt natürlich auch für die Argumente, die in den Plenardebatten von den Vorrednerinnen und Vorrednern benannt werden. Zahlen und Hinweise müssen spontan überprüft, Reden sofort aktualisiert werden. Hier im Plenarsaal kämpfen die Abgeordneten für ihre Ideen und Überzeugungen, Anträge und Gesetzentwürfe. Als Präsidentin ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es dabei fair zugeht, dass also alle Abgeordneten zu ihrem Recht kommen und den Auftrag ihrer Wählerinnen und Wähler auch wirklich erfüllen können. Und das gilt übrigens nicht nur hier im Plenarsaal, denn das ist der zeitlich kleinste Teil unserer politischen Arbeit. Die eigentliche Leistung steckt in der Vorarbeit, außerhalb des Plenarsaals. Schließlich müssen die Unterlagen zuvor erdacht, geschrieben und gelesen werden. Manche Vorgänge werden abgelehnt oder angenommen, andere für erledigt erklärt oder, um detaillierter darüber zu sprechen, in Ausschüsse überwiesen. Da ist äußerste Konzentration verlangt, um die Übersicht zu behalten. Würden übrigens alle Abgeordneten als Einzelne auftreten, würde für viele Themen die Zeit fehlen. Abgeordnete mit gemeinsamen Interessen können deshalb Fraktionen bilden, die im Plenum zusammensitzen. Sie gehören in der Regel derselben Partei an. Derzeit gibt es in der Bürgerschaft 6 Fraktionen. Die SPD und Bündnis 90 Die Grünen sind die Regierungsfraktionen. Sie haben die Mehrheit im Parlament. Sie stellen den ersten Bürgermeister und unterstützen grundsätzlich den Kurs des Senats. Ihnen steht die Opposition gegenüber. Diese besteht aus den Fraktionen der CDU, der Linken, FDP und der AfD. Hinzu kommen 3 fraktionslose Abgeordnete. Das Hauptanliegen der Opposition ist die kritische Begleitung des Senats. In den Fraktionen werden im Vorfeld alle Mitglieder rechtzeitig über Termine, Inhalte und kritische Punkte informiert. Bei der Vielzahl der Themen der Bürgerschaft können die einzelnen Abgeordneten nicht immer Fachleute sein. Deshalb hat jede Fraktion Fachsprecherinnen oder Fachsprecher. Politik heißt hier Vertrauen, Arbeitsteilung und Bereitschaft zum Kompromiss. Aus Mitgliedern aller Fraktionen setzt sich das Präsidium zusammen. Es sitzt etwas erhöht hinter dem Redepult. Die Präsidentin vertritt das Parlament in der Öffentlichkeit. Im Wechsel mit den Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten leitet sie die Bürgerschaftssitzungen. Die ausführlichen parlamentarischen Beratungen finden in den Fachausschüssen statt. Diese setzen sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen zusammen. In der Regel tagen sie öffentlich. Dort werden Expertinnen und Experten befragt. Die Themen kommen aus der Bürgerschaft oder auf eigenen Wunsch zustande. Die Beratungen der Ausschüsse enden mit einem Abschlussbericht und einer Empfehlung für die Bürgerschaft. Der Eingabenausschuss geht Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger nach. Damit all die beschriebenen Gremien arbeiten können, sind viele Menschen im Hintergrund tätig. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen unterstützen die Abgeordneten. Weitere helfende Hände wirken im Rathaus. Der laufende Betrieb der Bürgerschaft wird durch die Bürgerschaftskanzlei, die Verwaltung, gewährleistet. Deren Vertreterinnen und Vertreter sitzen auf einer eigenen Bank neben dem Präsidium. Dort werden zum Beispiel die Abstimmungsergebnisse protokolliert. Gerade bei solchen Abstimmungen sind die Gegensätze zwischen den Fraktionen deutlich. Aber Streit und Gegensatz sind nur eine Seite der Politik. Bei Besuchen aus dem In- und Ausland tritt die Bürgerschaft als Ganzes auf. Ebenso bei Delegationsreisen.
In der Tat gibt es viele Situationen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, das ist ganz klar. Aber es gibt eben auch Dinge, die wir gemeinsam bewegen wollen, fraktionsübergreifend, wenn es darum geht, zum Beispiel sich für die Interessen Hamburgs auf Bundesebene einzusetzen oder bei Städtepartnerschaften oder zum Beispiel bei Konferenzen. Da ist es eigentlich so üblich, dass wir fraktionsübergreifend gemeinsam für die Interessen von Hamburg eintreten. Politik geht uns alle an. Die Bürgerschaft macht deshalb ihre Arbeit transparent. Bei Jugend im Parlament machen Jugendliche im Plenarsaal Politik. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können Debatten und Ausschüsse besuchen oder Abgeordnete direkt ansprechen. Denn Demokratie braucht die Öffentlichkeit und sie braucht die Diskussion. Politik sucht nach dem besten Weg für unsere Stadt. Aber welcher ist der beste Weg? Gehen Sie mit uns gemeinsam auf die Suche. Wir wünschen Ihnen eine interessante Zeit in der hamburgischen Bürgerschaft.